Tut nur mal einen kleinen Gefallen und skippt das hier noch nicht. Und zwar habe ich eine kleine Bitte, die nicht mich betrifft. Ich verlinke euch ganz oben als allerersten Link einmal eine Art GoFundMe-Kampagne. Und zwar ist das Ganze von einer sehr guten Bekannten von mir, die etwas Geld zusammensammelt. Und zwar ist das Ganze für ihren Hund. Der musste nämlich ein bisschen was durchmachen, auch was OP angeht. Und das hat natürlich ordentlich, wie man es wahrscheinlich kennt, im Geldbeutel wehgetan. Das bedeutet, wenn ihr eventuell den ein oder anderen Euro überhaupt und das euch selbst auch nicht wehtut, würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal auf den Link in der Beschreibung guckt und da eventuell was da lasst. Ich selbst werde da natürlich auch noch ein bisschen was da lassen, aber ich wollte irgendwie dann mal meine Reichweite tatsächlich mal für ein bisschen was Gutes nutzen. Das heißt, wenn ihr eventuell, wie gesagt, ein bisschen was überhaupt und auch wenn ihr eventuell dachtet, hey, das wolltet ihr mir vielleicht einmal im Stream als Sub oder sowas geben, lasst das diesen Monat einmal aus, gebt das nicht mir, sondern lasst das eventuell da einfach da. Das wäre einfach was Gutes. Ihr würdet, ja, jemandem eine sehr, sehr große Freude machen. Vor allem bei Tieren werde ich selbst auch immer schwach. Deswegen würde es mich wirklich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut und wenn ihr, wie gesagt, den einen oder anderen Euro überhaupt, dass ihr das eventuell da lasst, anstatt das dann eventuell vielleicht wie geplant bei mir dazulassen. Würdet mir und vor allem auch natürlich den Leuten, wo es ankommt, einen großen Gefallen tun. Wie gesagt, ich kenne die Person auch persönlich, von dem her würde es mich sehr, sehr freuen. Und ja, ist nur eine kleine Bitte. Wie gesagt, wenn es euch natürlich möglich ist, denkt natürlich immer trotzdem erstmal noch an euch selber. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil vielleicht kann ich meine Reichweite für sowas dann auch mal positiv nutzen. Kommen wir jetzt aber zum Video und zwar Übersetzungen. Sind ja manchmal so ein bisschen schwierig und es gibt bestimmt die ein oder andere Attacke, wo ihr euch schon mal gefragt habt, so, warum heißt die so, obwohl die irgendwie dann nicht so zu der Attacke selbst passt oder warum können die Attacke so viele Pokémon lernen, wo man im ersten Moment glaubt, so, das sollte eigentlich gar nicht passen und darum soll es heute gehen, quasi um Pokémon-Attacken, die falsch übersetzt wurden. Wie immer würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Tut dem Video gut, tut dem Kanal gut und dann bin ich auch glücklich. Wie immer würde ich mich auch sehr über ein kostenloses Abo von dir freuen. Die neuesten Abonnenten sind Boli9696, Zales01 und MasterRaLP. Vielen Dank für eure Abos und los geht's. Die erste Attacke, die ich mir heute rausgesucht habe, ist nicht mal eine falsche Übersetzung, aber ich wollte sie tatsächlich mit reinbringen, denn ich finde den original japanischen Namen einfach so viel epischer. Halleluja. Und zwar geht es um die Attacke Himmelsfeger. Erstmal möchte ich sagen, Himmelsfeger ist zwar leider jetzt nicht unbedingt so die beste Attacke. Aufladeattacken sind immer so ein bisschen schwierig, die brauchen da schon ein bisschen Support und ich glaube, das einzige Pokémon, das Himmelsfeger tatsächlich mal gespielt hat, war, glaube ich, Energiekraut Ressladero. Vielleicht gab es irgendwie in der Vergangenheit noch mal eins, was das ein bisschen gespielt hat, aber das ist mir halt gerade eingefallen. Und das Ding ist tatsächlich, Himmelsfeger klingt echt cool, aber hätte man den original japanischen Namen von Himmelsfeger genommen und ihn 1:1 übersetzt, das Ding ist, die deutschen Namen, die kommen meist aus dem Englischen, die werden aus dem Englischen übersetzt und nicht direkt aus dem Japanischen, aber das englische Pendant dazu, wenn man das richtig übersetzt hätte, wäre Godbird gewesen, was einfach auf Deutsch so viel heißen würde wie Göttervogel. Stellt euch einfach vor, euer Ressladero oder euer Taubers setzt auf einmal Göttervogel ein oder keine Ahnung, das klingt einfach so fucking episch, ganz ehrlich. Himmelsfeger ist schon weit oben, sehr cooler Name, es klingt einfach geil, aber Göttervogel, das klingt schon ein bisschen epischer. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gifthieb nicht von sowas wie Eisenfaust profitiert? Denn Eisenfaust ist eine Fähigkeit, die alle Hieb- und Schlagattacken verstärkt, sowas wie die Elementarpunches sind dabei, Tempohieb, Patronenhieb, solche Hieb-Attacken werden dadurch verstärkt. Was allerdings nicht verstärkt wird, ist Gifthieb, obwohl es doch auch eine Hieb-Attacke ist. Das liegt einfach daran, dass der original japanische Name kein Hieb ist. Denn auch hier haben wir natürlich wieder die englische Übersetzung genommen, und zwar den Poison Jab. Das Ding ist, Poison Jab ist auch nicht die richtige Übersetzung, denn wenn man das original japanisch ins Englische übersetzen würde, würde es Poison Stab heißen. Und jemanden zu stabben ist jemanden zu erstechen und jemanden zu jabben ist, kann ungefähr auch ein bisschen was ähnliches heißen, aber es ist so ein bisschen vermindert, das klingt eher so ein bisschen oder ist eher so ein bisschen so eine Art, ja, schon noch Richtung schlagmäßig. Das heißt einfach die Originalübersetzung von Gifthieb wäre einfach sowas wie Gifterstecher oder Giftstechen. Und das klingt halt ein bisschen zu brutal. Sehr viele japanische Namen haben tatsächlich einen brutalen Namen, eigentlich, wenn man es genau nimmt, die da halt so ein bisschen ja runtergeschraubt wurden, weil man dann so gedacht hat, ja, irgendwie ist das doch nicht so für Kinder. Aber dementsprechend wurde das umbenannt von Poison Stab, quasi wie es heißen sollte, in Poison Jab. Und das haben wir in Deutschland einfach übernommen. Und deswegen heißt es Gifthieb und nicht Giftstich, weil das ist eher wiederum das Item. Wir Deutschen hatten anscheinend nicht unbedingt das Problem, so Items oder sowas so umzubenennen, aber da es halt aus dem Englischen kopieren, ja, ist das halt auch quasi auch eine Fehlerübersetzung und deshalb wird Gifthieb auch nicht zum Beispiel durch Eisenfaust verstärkt.
Kommen wir jetzt zur wahrscheinlich bekanntesten Attacke, die ich aber auch unbedingt in dieses Video einmal mit reinbringen möchte. Und das ist Platscher. Viele Leute wissen es, glaube ich, inzwischen. Viele allerdings, glaube ich, noch nicht. Und zwar, warum ist Platscher eigentlich eine Normalattacke und keine Wasserattacke? Ich meine, viele Pokémon können inzwischen Platscher lernen, aber es ist halt immer noch so inoffiziell Carpador-Signature-Attacke. Das liegt einfach daran, dass Platscher im Englischen mit Splash einfach auch eine Fehlübersetzung ist, denn der original japanische Name heißt im Englischen so viel übersetzt wie Hop, was halt eher Hüpfen ist. Und deswegen können das auch Pokémon lernen, die tatsächlich nicht vom Wassertypen sind. Das Ganze kann man auch noch ein bisschen erklären, zum Beispiel wenn man die Attacke Erdanziehung einsetzt, was einfach dafür sorgt, dass zum Beispiel Pokémon auch nicht mehr Fliegen einsetzen können. Das verhindert nämlich tatsächlich auch den Einsatz von Platscher, was halt jetzt Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass Platscher eigentlich eher Hüpfer heißen sollte. Und ja, ich wollte es unbedingt mit reinbringen. Es ist halt so eins der Paradebeispiele für eine falsche Übersetzung und das Ikonischste. Und wir sind ja auch aktuell so in der Gen 8 zumindest dabei gewesen, so ein paar Attacken wieder zu übersetzen. So heißt jetzt zum Beispiel auch der Giftblick ja Schlangenblick, was auch eher die richtige japanische Übersetzung ist. Und Schnabel zum Beispiel heißt Piekser. Und so werden ein paar Attacken umbenannt. Wer weiß, ich weiß nicht, ob sie jemals Platscher oder Splash umbenennen wollen, weil das ist schon relativ iconic. Ehrlich gesagt muss es meiner Meinung nach nicht sein. Ich finde auch nicht, dass man hätte Schnabel umbenennen sollen, weil ja klar, es gibt ein paar Pokémon, die keinen Schnabel haben und Schnabel können, aber es jetzt Piekser zu nennen oder Pfund heißt jetzt Flaps, wäre nicht nötig gewesen, meiner Meinung nach. Kommen wir jetzt zu einer meiner Meinung nach sehr, sehr coolen Attacke oder wo die eigentlich ursprünglich herkommt und das ist Aeroas. Habt ihr euch schon mal gefragt, wenn Aeroas doch eine Flugattacke ist, warum können das so viele Pokémon lernen, die an sich nichts wirklich mit dem Flugtyp zu tun haben? Das liegt einfach daran, dass Aeroas quasi etwas ja auch falsch übersetzt wurde, beziehungsweise auch das englische Aerial Ace. Dafür gehen wir jetzt einfach mal so gut 500 Jahre zurück in der Vergangenheit. Da gab es nämlich einen japanischen Samurai namens Sasaki Kochiro. Das war ein Schwertkämpfer zur damaligen Zeit, weil es war halt ein Samurai. Ich glaube, Samurai hatten eigentlich immer Schwerter. Es gab Samurai, die nicht Schwerter, sondern andere Waffen hatten. Aber der hat auf jeden Fall ein Schwert und der hatte eine ganz besondere Technik quasi, mit der er halt unter anderem gegen seine Gegner gekämpft hatte. Und das war der sogenannte Schwalbenkonter, was angelehnt ist an die Schwanzform von Schwalben. Deswegen sieht man bei Eros auch oftmals diese zwei Schnitte, weil es so ein bisschen so an diese, ja, an diesen Schwalbenschwanz erinnern soll. Und diese Technik heißt im Japanischen Tsubame Gaeshi. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber das ist quasi auch der japanische Name eben von Aeroas. Und das wurde halt ein bisschen falsch übersetzt. Beziehungsweise man hat halt eher so ein bisschen, ja, das Schwalben-Gimmick, nenne ich es mal, aufgenommen. Und Aeroas wurde auch natürlich eine Flugattacke, weil es halt angelehnt ist an diesen Vogelschwanz. Aber das ist der Grund tatsächlich, warum so viele Pokémon Aeroas lernen können, die eigentlich nichts mit dem Flugtyp zu tun haben. Zum Beispiel nehmen wir doch mal einfach mal Durengard oder Duokles. Das sind halt Schwerter, was dementsprechend halt auch einfach passt. Und das ist der Grund, warum Aeroas einfach so viele können. Ist eigentlich cool. By the way, Fun Fact, Aeroas ist tatsächlich die TM, die neben Kraftreserve die meisten Pokémon lernen können. Nämlich gut ein Drittel aller Pokémon können Aeroas lernen. Finde ich schon krass. Kommen wir zur letzten Attacke von heute. Und das ist auch nochmal was, wo man sich so ein bisschen fragt, so, warum? Und zwar Duplex Heap. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Duplex Heap mehr als zweimal treffen kann? Denn Duplex heißt eigentlich nichts anderes als doppelt. Das heißt, der Duplex Heap ist ja eigentlich nach vom Namen her eher der Doppelschlag, der ja auch einfach nur zweimal trifft und der trifft auch immer nur zweimal. Aber warum kann Duplex Heap mehr als zweimal treffen, wenn die Attacke doch sagt, dass sie nur zweimal trifft? Auch das ist wieder ein, ja, Übersetzungsfehler, denn der original japanische Name von Duplex Heap ist Ofuku Binta. Im Englischen heißt das dann Round Trip Slap, was dann im Deutschen ungefähr heißt, ein, ja, Rundumschlag, nennen wir es einfach mal. Das heißt, also Roundtrip ist eigentlich ein Rundfahrt, aber das ist was anderes. Aber es heißt dann übersetzt, kann man so sagen, so viel wie Rundumschlagen. Und das klingt tatsächlich lustigerweise eher ein bisschen wie Fuchtler, aber das passt bei Fuchtler auch tatsächlich. Aber Duplex Heap heißt, wenn man es genau nimmt, eigentlich eher sowas wie Rundumschlagen. Und das lockt einen natürlich nicht auf nur zwei Hits. Und dementsprechend kann deshalb Duplex Heap auch mehrfach treffen. Was ich sehr, sehr cool finde, ja, das wäre doch mal eine Attacke, die man umbenennen könnte. Warum heißt Duplex Heap jetzt nicht einfach Rundumschlag? Wäre cool. Das ist so eine Attacke, da würde ich tatsächlich nachvollziehen, wenn man es umbenennen würde. Warum wurde Gesichte umbenannt und dann noch so ein Spiel genommen? Ich verstehe es einfach nicht. Das waren jetzt 5 Attacken, die, ja, ne, etwas
ja, ich will nicht sagen falsche Übersetzungen. Gut, 4 von 5 haben eine falsche Übersetzung und der Göttervogel klingt einfach nur fucking episch, wenn man das so genannt hätte. Aber trotzdem, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst gerne ein Abo da, würde mich auch sehr freuen. Falls ihr weitere Vorschläge habt oder wir hiervon noch eine Folge machen sollen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wie gesagt, nochmal zum Anfang vom Video, schaut gerne auf den ersten Link in der Beschreibung vorbei. Wenn ihr eventuell, wie gesagt, ein paar Euro über habt, würde mich sehr, sehr glücklich machen. Würde euch selbst auch sehr, sehr glücklich machen und vor allem, wie gesagt, die Personen, die es betrifft. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Vielen lieben Dank an die ganzen Kanalmitglieder und auch ein großes Dankeschön an die Patreons, Atmo und Dragoran-Fan. Wirklich vielen lieben Dank für euren Support. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, das könnt ihr jetzt hier einmal noch machen. Und dann wird ja auch nochmal ein Video von mir angezeigt, welches nach YouTubes Meinung euch am ehesten ansprechen würde. Von dem her würde ich mich freuen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann.